Rosi Mittermaier, Christian Neureuther, Liebe über den Tod hinaus. Die größte deutsche Skirennfahrerin, unsere Goldrosi, starb am 4. Januar im Kreis ihrer Familie an Krebs. Schaut zurück auf ihre große Liebe zu Ehemann Christian Neureuther und die letzten Monate ihres Lebens. Es sind die Blumen, die ohne besonderen Grund auf dem Tisch stehen. Und dass man sich aufeinander verlassen kann, antwortete Skilegende Rosi Mittermaier 72, als sie in einer BR-Doku nach dem Geheimnis ihrer großen Liebe gefragt wurde. Über 56 Jahre glücklich mit demselben Mann, 42 davon verheiratet, unzertrennlich bis ans Lebensende. Christian Neureuther, 73, hingegen spielte diese Geheimniskrämerei immer gern runter, es braucht bloß Glück. Wir hatten sehr viel Glück, weil wir uns sehr früh und unangetastet kennengelernt haben. Eigentlich seien sie ganz normal. Rosi Mittermaier, ein Versprechen bricht man nicht. Gerade deswegen waren sie etwas Besonderes. Nicht nur weil die beiden erfolgreichen Skirennfahrer eines der populärsten Paare im deutschen Sport waren, sondern weil sie die Gratwanderung zwischen privat und öffentlich, Weltstar und Paar von nebenan mühelos hinbekamen. Nie gab es Skandale oder intime Einblicke ins Familienleben, um die Popularität zu steigern. Ihre Kinder Amelie, 41, Designerin, und Felix, 38, längst selbst Superstar unter den Skirennfahrern, hielten sie aus der Öffentlichkeit raus. Erst recht, nachdem ihre Tochter in der ersten Klasse nur knapp einer Entführung entging. Wir haben damals sehr gelitten, gestand Rosi Mittermaier Jahre später. Trotzdem blieben sie nahbar, wurden mit ihrem gesunden und geerdeten Lifestyle Vorbild für Millionen. Genau wie ihre Ehe, die auf Treue und Respekt fußte, ein Versprechen bricht man nicht. Herrschaft noch Amol, das gilt. Zu zweit durch Höhen und Tiefen, unterstrich Rosi Mittermaier ihr Eheversprechen, das sie sich 1980 bei ihrer Hochzeit gegeben hatten. Und Christian Neureuther betonte, heute eine Gaudi mit der einen Frau und morgen mit der anderen, das brauchte ich nie. Es geht nicht ums Verliebtsein, das ist nur eine kurze Zeit wichtig. Das, was danach kommt, ist viel wichtiger und wertvoller. Rosi Mittermaier, die Goldmedaillen liegen irgendwo in einer Schublade. Es war das Glück der kleinen Dinge, das sie zelebrierten. Ein erfüllter Alltag, Familie und eine fast schon symbiotische Freundschaft auf Augenhöhe. Ob beim Wandern, beim Spielen mit ihren Enkeln oder wenn sie den Deutschen das Nordic Walking näher brachten, immer waren sie gemeinsam unterwegs. Sympathisch, durchaus geschäftstüchtig als Ratgeber, Autoren und Gesundheitsapostel. Vor allem aber ungeheuer bodenständig. Nach den Sternen griff die Ausnahmeathletin nur im Sport. Als Rosi Mittermaier bei Olympia 1976 gleich 2 Goldmedaillen und eine Silbermedaille holte, wurde sie zur Nationalheldin. Ganz Deutschland verliebte sich in die Goldrosi. Dem Mädchen mit den süßen Grübchen standen alle Türen offen. Doch statt dem größer, schneller, weiter hinterher zu wedeln, beendete sie ihre Skikarriere auf dem Höhepunkt. Bereut hat sie es nie. Die Goldmedaillen liegen irgendwo in einer Schublade, gestand sie anlässlich ihres 70. Geburtstags. Was zählt, ist der Zusammenhalt der Familie. Rosi Mittermaier hatte früh erkannt, dass das Beste oft ganz nahe liegt. Buchstäblich. Als die damals 15-Jährige ihrer großen Liebe im Kleinwalsertal 1966 zum ersten Mal begegnete, stürzte der 16-jährige Christian auf der Piste und landete direkt vor ihren Füßen. Er hat dabei gelacht, schwärmte sie später über das Kennenlernen. Ich dachte nur, der ist nett. Christian Neureuther, ich würde meine Rosi heilig sprechen. Es war der Beginn einer Romanze, die die Teenager lange geheim hielten. Ich habe sie gesehen, und es war sofort um mich geschehen, verriet Neureuther der AZ. Trotzdem sei es ja viel schöner, wenn man sich über Jahre aneinander herantastet, ohne dass andere es wissen. Sie trafen sich bei Skirennen, beim Training, manchmal monatelang gar nicht. Dann schickten sie sich Liebesbriefe. Rosi unterschrieb mit einer Rosi mit Herzl überm I. Christian Neureuther hat alle Briefe aufgehoben. Er war schon immer der Romantischere. Ich habe damals Eichendorff gelesen. Nach heutigen Maßstäben wahnsinnig kitschig, aber genau davon habe er geträumt, von diesem poetischen Umgang mit einem Mädel, das man gern hat. Vor allem, weil viele ihn unterschätzten, es gab so ein paar Deppen, die zur Rosi gesagt haben, was willst du mit dem Neureuther, das geht eh nicht gut, erzählte er. Das tue bis heute weh. Denn er hat nie aufgehört, seine Frau zu vergöttern, ich würde meine Rosi heilig sprechen. Weil ich weiß, wie ehrlich, unverbiegbar, fair und treu sie ist. Meine Begeisterung für meine Frau wird mit den Jahren immer schlimmer. Eigentlich sei das Romantische auch heute noch seine Welt, in der man die Realität schon mal verlieren kann, gestand er weiter und lachte. Dann kam immer die Rosi ins Spiel. Wenn es ein Geheimnis in dieser Ehe gab, waren es die Gegensätze, die sich anzogen und ergänzten. Er ist mein Gegenpol für alles, was ich nicht beherrsche, wie organisieren, erzählte Rosi Mittermaier und, dass ihr Mann immer gern an die Grenzen gehe. Er sei der Anschubser, der sie mitziehe. Er sei emotional, sie nüchtern. Vor allem bin ich viel vorsichtiger. Vielleicht war das auch ein Grund, warum es keinem je in den Sinn gekommen wäre, dass Rosi so plötzlich sterben könnte. Noch 2018 sagten Neureuther, wenn ich sterbe, hält sie mir die Hand. Darauf kommt's an. Jetzt musste er die Hand seiner geliebten Ehefrau halten. Doch wahre Liebe kann selbst der Tod nicht scheiden. Josef von Eichendorff schreibt: Die Liebe, darüber sind nun alle Gelehrten einig, ist eine der couragiertesten Eigenschaften des menschlichen Herzens, die Welt ist ihr zu eng und die Ewigkeit zu kurz.